Dass eine Volksinitiative in Nordrhein-Westfalen erfolgreich ist, das kommt nur alle Jubeljahre vor. Die letzte erfolgreiche Volksinitiative datiert von 2008. Mehr Demokratie beim Wählen, eingereicht von unserem Verein Mehr Demokratie. Das ist jetzt schon so lange her, dass es Grund genug ist, heute hier vorbeizuschauen. Wenn die nächste erfolgreiche Volksinitiative eingereicht wird, schauen wir mal, was die Initiatoren zu den Schwierigkeiten zu sagen haben, die es bei der Sammlung der Unterschriften gibt. Wir haben über 100.000 Unterschriften gesammelt und es geht darum, dass auch in Nordrhein-Westfalen die Eltern und die Kinder wieder das Recht haben auf eine Schulzeit, die wie früher 13 Jahre beträgt bis zum Abitur. Es hat insgesamt ein Jahr gedauert und die größten Schwierigkeiten lagen einerseits natürlich darin, dass die Unterschriftenaktion bei vielen Eltern nicht bekannt war und die zweite Schwierigkeit dann das Ende, nämlich die Bestätigung durch 396 Kommunen im Land. Aber ich denke, es ist auch für den Landtag ein besonderer Termin. Es ist nicht allzu häufig, dass Volksinitiativen auf den Weg gebracht werden. Deshalb befasst sich auch die Verfassungskommission unter anderem mit dem Thema Ausweitung von Partizipationsmöglichkeiten. Und in diesem Rahmen diskutieren wir dann auch über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Also das dreistufige Verfahren, was ja hier in Nordrhein-Westfalen vorgesehen ist. Dieser Gesetzesentwurf wird jetzt unterstützt von insgesamt 112.127 Unterzeichnern, deren Unterschriften hier in den Ordnern zu sehen sind. Jede Unterschrift musste bei der Kommune des Hauptwohnsitzes auf das Wahlrecht geprüft werden. Das heißt, alle diese Unterschriften haben schon eine lange Reise hinter sich. Manche haben schon über 1000 Kilometer in Nordrhein-Westfalen zurückgelegt, nur dadurch, dass sie eben achtmal geschickt worden sind und wieder zurückgekommen sind und dann wieder neu verschickt worden sind, sodass sie dann jeden Hauptwohnsitz auch erreichen konnten. Das Ergebnis dieser Zeit sind 98.843 Bestätigungen durch die Kommunen des Landes und damit sind die Voraussetzungen für die Volksinitiative mehr als erfüllt. 66.322 wäre die normale Voraussetzung gewesen. Und so freuen wir uns, diese erfolgreiche Volksinitiative übergeben zu können und freuen uns auch auf die Gespräche im Anschluss und auf die Debatte im Landtag unseres Gesetzesentwurfs. Die Volksinitiative in Nordrhein-Westfalen ist dafür da, um dem Landtag zu signalisieren, dass ein Inhalt nicht genügend vom Landtag aufgenommen worden ist. Bürgerinnen und Bürger, die eine Volksinitiative anstreben, wünschen sich mehr Dialog mit der Politik. Dafür sind die Hürden aber ganz schön hoch. 66.000 Unterschriften müssen gesammelt werden, bevor der Landtag überhaupt sich mit der Volksinitiative beschäftigt. Außerdem, die Möglichkeit der Eintragung ist sehr kompliziert. Die Kommunen müssen die einzelnen Unterschriften überprüfen und das sorgt für einen riesigen Aufwand für jede Initiative. Ein Vorbild wäre da die Europäische Bürgerinitiative. Dort kann man sich online eintragen. Warum nicht auch in Nordrhein-Westfalen?